Das Lustspiel »Wem Gott ein Amt gibt« von Wilhelm Lichtenberg wurde von Heinz Erhardt neu bearbeitet. Er nannte es »Das hatte man nun davon« und es wurde sein größter Bühnenerfolg mit über 700 ausverkauften Vorstellungen. Der erste Akt spielt im Bürokorridor des Amtsschreibers Willi Winzig in irgendeinem Finanzministerium. Finanzministerium? Nein, abgelehnt. Nein, bedauere, kann nicht stattgegeben werden. Nein, Herr Winzig ist auch nicht da. Wieso bin ich nicht da? Wie geht's dir? Schon beendet, Herr Winzig? Erstens geht Sie das gar nichts an und zweitens nein. Der Minister spricht noch, ich habe mich gedrückt. Unser Eins hat ja keine Zeit für sowas, nicht wahr? Unser Eins muss arbeiten hier, ja? Hier habe ich Ihnen wieder einen ganzen Stoß zur Erledigung hingelegt. Draußen ist noch mehr und das muss alles heute noch raus. Das muss alles heute noch heraus? Ja, um Himmels Willen will das überhaupt kein Ende nehmen hier. Mit denen die Arbeit auch schon zu viel? Nein, was? Nicht zu viel, aber wissen Sie, Fräulein Wegoscheid, was ich hier alles zu tun habe? Wissen Sie das? Natürlich weiß ich das. Das sind Mahnungen, abgewiesene Eingaben, Steuerstrafen, Zahlungsbefehle, was weiß ich. Na, und was wissen Sie? Gar nichts wissen Sie. Wissen Sie, hier im Ministerium sind das ja alles nur kleine Fische, aber draußen, wenn das zugestellt wird, sind das Tragödien, sind das Katastrophen. Sagen Sie mal, Herr Winzig, was ist hier? Was ich Sie noch fragen wollte, wie war eigentlich... Bitte, Fräulein Wegoscheid, ich will jetzt keine Konversation treiben, ich will arbeiten. Ja, ja, aber die Herren sind ja noch alle drüben beim Empfang. Das ist immer so, der kleine Beamte muss schuften, die großen Herren, die ölen sich gegenseitig... an, nicht? Die konferieren und tagen und tagen. Und wissen Sie, wann sie tagen? Nachts tagen die immer. Warum sind Sie eigentlich noch so fleißig kurz vor der Pensionierung? Der Staat soll mir nichts nachsagen können. Was ich dem Staat nachsagen werde, ist meine Sache, ja? Also, worauf warten Sie noch? Ich habe gehofft, dass Sie noch ein bisschen mit mir sprechen wollen. Ich bin kein Sprecher, ich bin ein Schreiber. Also stehen Sie hier nicht so rum, bitte, ja? Das hat man nun davon. Das ist also die Solidarität zwischen uns kleinen Leuten. Ja. Ich bin kein kleiner Leut. Ich kriege nur ein kleines Gehalt, kriege ich. Wussten Sie eigentlich, dass man ein Telefon auch zum Rechnen benutzen kann? Also hier, 8 und 3. Das sind 11, ja, das stimmt. Hier. Das Finanzministerium sieht sich leider außerstande, Ihrem Gesuch um Stundung nachzugeben. Wenn Sie nicht binnen 3 Tagen Ihre Steuerschulden in Höhe von... sowas kann man doch nicht abschicken. Das geht doch nicht. Der hängt sich tot und schießt sich auf. Nee, das bleibt hier. Das geht nicht raus. Das wäre ja noch schöner. Ja, was soll ich denn sonst sein? Ja, so bitte. Ach, sagen Sie mal, Herr Winzig, was ist Ihnen aufgefallen? Was wünschen Sie, Fräulein Wegoscheid? Was haben Sie denn? Warum sind Sie so nervös? Ich bin nicht nervös, ich bin äußerlich völlig ruhig. Aber innerlich schlage ich die Hände über dem Kopf zusammen. Wissen Sie, was hier alles durch meine Hände geht und durch meinen Kopf? Wissen Sie das? Ja, wenn ich hier nicht säße, hätte der Staat überhaupt keine Einnahmen mehr. Ich habe gar nicht gewusst, dass Sie eine so wichtige Persönlichkeit sind. Ja, und warum haben Sie es nicht gewusst? Weil ich nichts aus mir mache. Keiner macht sich was aus mir. Ich? Ach, hören Sie auf. Aber umsonst sitzt man ja nicht 15 Jahre hier in so einem Korridor, der direkt zum Minister führt, nicht? Und obwohl Sie hier so wichtig sind, gehen Sie schon so bald in Pension? Ja, nächste Woche schon, wenn es recht ist. Gehen Sie gerne in Pension? Wo soll ich denn sonst hingehen, nicht? Das einzige Vergnügen, das ich einen Beamter leisten kann. Sie werden mir fehlen. Ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn ich Sie an Ihrem Schreibtisch sitzen sah. Fräulein Wegoscheid, ich sitze nicht hier, um Freude zu verbreiten, nicht wahr? Kein Mensch im Finanzministerium verbreitet Freude. Ich sitze hier, weil der Staat meine Arbeit erheischt. Ja, und ich ersuche Sie jetzt, mich durch Ihre albernen Einwürfe nicht immer von derselben abzuhalten. Ja, ich gehe ja schon. Ich wollte nur mit Ihnen plaudern, bis die Herren vom Empfang zurück sind. Ach,
Wie ist er denn, der neue Minister? Ich sagte eben schon, dass ich seit 15 Jahren hier in diesem Korridor sitze. Ja, wo sitzen Sie denn? In diesen 15 Jahren habe ich 17 Minister kommen und gehen sehen. Mehr gehen als kommen. Ja, der eine war wie der andere. Und je mehr wir hatten, desto weniger Finanzen waren da. Der Neue, der wird den Kohl auch nicht fett machen. Sagen Sie mal, Herr Winzig, Sie werden ja jetzt bald sehr viel freie Zeit haben. Was ist denn? Was haben Sie denn? Nehmen Sie sich ein bisschen zusammen, Frau Wegescheid. Lassen Sie das. Sie haben doch sicher keinen Menschen, der sich ein bisschen um Sie kümmert. Ich brauche keinen Menschen und lassen Sie Ihr Petting. Bei Tag geht es ja noch, aber am Abend hat man doch so hier und da das Bedürfnis, sich mit jemand ein wenig auszusprechen. Also, wenn Sie niemanden haben, ich meine, ich will mich ja nicht aufdrängen. So. Es gibt doch so viel Schönes, für das man leben kann. Und Sie haben doch sicher ein Hobby. Irgendetwas, das Ihnen Freude macht. Hobby? Ja. Natürlich habe ich ein Hobby. Ja? Ja. Ich habe eine Kanarienzucht. Oh, wie viele Kanarienvögel haben Sie denn? Ein. Ein Männchen. Ja, aber das ist doch keine Zucht, Herr Winzig. Wenn man den ganzen Tag nicht zu Hause ist und sich um die Tiere nicht kümmern kann, kann man zwei nicht allein lassen. Besonders, wenn sie verschiedenen Geschlechtes sind. Zwei vermehren sich nämlich, oder lesen Sie keine Illustrierten? Mit mir können Sie immer rechnen. So, sehr freundlich, aber Sie sind für mich zu jung und ich bin für Sie zu alt. Jawohl. Guten Tag, lieber Herr Winzig. Ja, guten Tag, Frau Doktor. Das ist aber schön. Guten Tag. Könnte ich bitte Herrn Dolleschall sprechen? Nein, Herr Dolleschall ist unanwesend. Herr Dolleschall ist auch bei dem Empfang, wie alle. Aber, Frau Doktor, ich habe Sie ja schon erwartet, Frau Doktor. Danke, ja? Herr. Ja. Sie sind immer so nett zu mir. Wahrscheinlich sind Sie der einzige Mensch im Finanzministerium, dem ich mit meinen ewigen Geldforderungen nicht auf die Nerven gehe. Oh, Frau Doktor, von mir aus können Sie doch ein paar Mal täglich kommen. Mir würden Sie nie auf die Nerven oder auf sowas gehen. Nein. Herein. Was ist denn? Sie sehen doch, ich habe hier zu tun. Entschweben Sie bitte, ja? Entschuldigung. Warum sind Sie so grob zu dem Fräulein? Ja, ich bin Ihr Typ. Glauben Sie, dass Herr Dolleschall mich heute empfangen wird? Nein, das glaube ich nicht. Gestern war er wohl sehr wütend auf mich. Wütend ist überhaupt kein Ausdruck. Macht nichts. Ich will das Geld doch nicht für mich. Wir sitzen in unserem Laboratorium fest, wenn wir vom Finanzministerium keine Subventionen bekommen. Da muss der Staat doch eingreifen. Der Staat? Ich bitte Sie, Frau Doktor, wer ist denn der Staat? Hier, Herr Dolleschall, das ist der Staat. Der hat doch kein Interesse für sowas. Das ist doch ein altes Ekel. Ich spreche nie schlecht über meine Vorgesetzten, ne? Aber er ist ja nicht da. Ist denn der Dolleschall so furchtbar sparsam? Nur sparsam ist überhaupt kein Ausdruck. Er ist ein Schwotte. Ein Schwotte? Was ist denn das? Das wissen Sie nicht. Das sind Schwabe und Schotte in einem... Nein, oh. Herr Winzig, haben Sie... Ja, Fräulein Kubin. Schön, dass Sie wieder mal da sind. Und dabei denken Sie natürlich, was wieder diese unausstehlich zudringliche Person schon wieder hier... Sie mögen eine ausgezeichnete Tierärztin sein, aber eine Gedankenleserin sind Sie auf keinen Fall. Das ist vielleicht auch besser so, sonst wüssten Sie nämlich all meine Gedanken über Sie. Wollen Sie sie mir nicht freiwillig verraten? Hier ausgeschlossen. Aber wenn wir uns mal irgendwo treffen sollten, werden Sie alles sagen, was Sie auf dem Herzen haben. Ja, schön. Sie wissen ja gar nicht, wie leid Sie mir jedes Mal tun, wenn Sie mit seinem Von einer Dame Gesicht... nämlich. Ach, stören Sie mich da bitte nicht. Dame. Ja, ist Von gut. einer Dame. Ist gut. Ich habe Herrn Dolleschall auch schon gesagt, er möchte doch irgendetwas unternehmen, dass Sie zu Ihrer Subvention kommen. Die Dame fragte, ob Sie heute endlich mal könnten. Willi Winzigs Sympathien gehören Dr. Sigit Kubin, die immer wieder vergeblich nach Subventionen für ihre Tierversuche im Ministerium nachsucht. Mittlerweile ist der neue Finanzminister Kuhländer mit Herrn Dolleschall eingetroffen, um sein neues Büro zu übernehmen. Kuhländer ist ein Mann der Landwirtschaft und musste nur aus parteipolitischen Gründen Finanzminister werden. Er hofft, dass er bald von einem guten Freund seiner eigenen Partei gestürzt wird. Auch Willi Winzig lernt seinen neuen Chef kennen. Oh, guten Morgen, Herr Minister. Morgen, Deutschland. Ach, Sie kennt ich doch schon. Sie waren doch beim Empfang dabei. Ja, ganz kurz. Ja, warum sind Sie ausgerissen? Die Arbeit schrie. Ich leistete diesem Schrei Folge. Bravo. Arbeit ist gut. Jawohl. Nur fleißig Akten schreiben, dann kommen wir wieder raus aus der Finanzkrise. Jawohl, Herr Minister. Dann können wir die Vorstellung ja nachholen. Kuhländer, mein Name. Ja, Willi Winzig, das...
Das ist hier mein Arbeitsplatz hier. Ach so, ja. In einer unmittelbaren Nachbarschaft. Ja, was machen Sie da so alles? Teils dieses, teils jenes. Hauptsächlich jenes. Und zwar dieses, was uns bei der Bevölkerung unbeliebt macht. So ist das Finanzministerium bei der Bevölkerung unbeliebt? Das habe ich gar nicht gewusst. Ich höre das auch zum ersten Mal, Herr Minister. Aber Ihnen geht's gut, wie? Jawohl, ja. Sind Sie mit Ihrem Gehalt zufrieden? Ja, bitte, ja. Wie viel kriegen Sie? 410,80. Wöchentlich? Monatlich. Monatlich? Ja. Ja, können Sie davon leben? Nein, nein, nein. Nee, aber sparen kann ich mir was davon. Und sagen Sie mal, Herr Dollischer, warum bezahlt denn der Staatsstellebeamten so schlecht? Ja, das ist wegen der Pension, die Sie später einmal bekommen, nicht? Von der Pension können Sie noch weniger nehmen. Ja, dann haben Sie sich langsam daran gewöhnt, ne? Außerdem ist sowieso schon jeder vierte Bürger ein Beamter. Da bleibt natürlich für den Einzelnen nicht so viel übrig. Soest's. Wie bitte? Soest's. So ist's. Ach so! Erst wenn es bei uns nur noch Beamte gibt, Herr Minister, dann können wir ja die Steuergelder unter uns aufteilen, nicht? Und dann, dann aber los, nicht? Sehen Sie, Herr Dollischalk, das ist der geborene Finanzminister, nicht? Ja, kann man wohl sagen, ja. Ja, kommen Sie, gehen wir mal Aber gerne, ja. Dankeschön. Ja. Immer gerade kein Sein. Auch der Einfluss von Ministerialsekretär Dr. Senn reicht für Dr. Sigit Kubin nur bis zu einer Einladung zum abendlichen Empfang für seine Exzellenz Ali Ben Akanemzig. Der Tierärztin gelingt es jedoch, in das Büro von Herrn Dolleschall zu kommen, um ihn noch einmal um Subventionen zu bitten. Dr. Senn macht mittlerweile bei Willi Winzig in seinem Büro eine seltsame Entdeckung. Hier, da, sehen Sie das an. Da nisten Sie, da machen Sie sich breit. Hier, da, hier. Bitte, Herr Doktor, bitte Sie das. Nein, bitte nicht. Haben Sie bitte. Bitte, bitte, Herr Doktor, geben Sie die Akten. Bitte. Oi. Au. Das sind ja lauter Akten, die schon längst hätten hinausgehen müssen. 24. Oktober, 12. September. 8. August. Da sagen Sie mal, warum haben Sie denn das alles hier zurückbehalten? Ich wollte das alles geheim halten bis zur nächsten Woche, bis zu meiner Pensionierung, Herr Doktor. Aber jetzt geht's nicht mehr, jetzt haben Sie mich erwischt. So ein Pech, so ein Oberpech, wirklich. Ja, was soll das heißen? Ach, Sie wissen doch, ich habe hier die unangenehmste Tätigkeit im ganzen Ministerium. Alles, was hier durch meine Hände geht, sind abschlägige Eingaben, exekutive Drohungen, Mitteilungen über Strafen und Mahnungen und Drohungen und Strafen und so, nicht? Ja, das ist... Sicher weiß ich das, aber Sie verhängen doch diese Strafe schließlich nicht. Nein, aber ich bin das letzte Glied in dieser traurigen Kette. Oh, Herr Winzig, Sie nehmen die Dinge zu wichtig. Sie können doch diese fiskalischen Tragödien nicht verhindern. Sie sind Beamter und haben an den Staat zu denken. Wenn der Staat nur halb so viel an mich denken würde, wir wären das glücklichste Liebespaar. Sie haben also all diese Mahnungen und Drohungen und diese verhängten Strafen hier versteckt und nicht weiter befördert. Herr Doktor, seit 15 Jahren sitze ich hier auf diesem Stuhl. Ich habe immer alles korrekt zur vollsten Zufriedenheit aller erledigt, ja? Sicher. Aber es war vor 12 Wochen. Mhm. Nein, vor 3 Monaten. Nein, doch, vor 12 Wochen war es da. Es schlug Feierabend und ich strebte dem Ausgang zu. Und unten lag eine Frau. Was? Eine Frau lag unten. Ja, und? Auf der Lauer. Weil sie festgestellt hatte, nein, weil Mann festgestellt hatte, dass sie an Sonnenfeiertagen und nach Geschäftsschluss Briefmarken, Briefpapier und Briefumstände sowas verkauft hat, weil sie ihre Steuerschulden endlich mal loswerden wollte, nicht? Ja, und dann sagte sie, ach, das kann ich gar nicht sagen. Dann sagte sie, sie würde den Gashahn öffnen, weil sie ohne ihren Laden nichts davon habe, wenn der Gashahn zubleibt. Oder so ähnlich. Ja, sagte sie. Und dann habe ich zum ersten Mal in meinem Leben so einen Bescheid zurückgenommen und habe ihn hier versteckt. Ne? In meiner Freizeit habe ich dann alles noch mal durchgesehen, was da alles so rumliegt. Und was ich da für Tragödien, für Katastrophen gefunden habe, hat mich zu dem gemacht, was ich bin, zu einem pflichtvergessenen, ungetreuen Beamten. Also, da gebe ich Ihnen den guten Rat, gehen Sie sofort zum Chef und gestehen Sie alles. Nein, das tue ich nicht. Na, den Kopf kannst du nicht kosten. Nicht den Kopf, aber die Hälfte meiner Pension. Jawohl, wenn das nämlich rauskommt, werde ich strafweise pensioniert und das überhaupt gar nicht auszudenken. Dann. Das ist ja eine schöne Bescherung. Sie erwarten also von mir, dass ich schweige.
Ja, vielleicht bis zur nächsten Woche, ja? Bis zu meiner Pensionierung, ja? 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 Na schön! Ja? Natürlich schweige ich. Was geht's mich an? Ja, eben, was geht Sie an, ne? Kein Geld und jetzt verbitte ich mir jede weitere Belästigung. Herr Dolle, Schall. Jetzt nur noch. Geben Sie uns doch wenigstens die Möglichkeit, noch ein halbes Jahr weiterzuarbeiten. Ein halbes Jahr? Ich lasse doch nicht mit mir handeln. Meine Herren, darf ich Sie vielleicht bitten, mir in Zukunft diese Dame vom Halse zu halten? Oh. Sie weint, Herr Dolischer, sie weint mit diesen lachenden Augen, weint sie. Das können Sie sich mit ansehen, Herr Dolischer. Was erlauben Sie sich denn? Hm? Ich erlaube mir... Ja, um Gottes Willen, Herr Winzig, seien Sie still. Wer sagt Ihnen, dass ich still sein soll? Warum soll ein kleiner, schäbiger Beamter mit einem eben solchen Gehalt nicht auch mal ein Mann sein, ein Gentleman oder so, ja? Seien Sie doch ruhig, Herr Winzig. Sie reden sich um Ihren Kopf. Ach, egal, runter mit dem Kopf. Wozu habe ich überhaupt einen Kopf? Ich frage Sie, Herr Dolleschall, haben Sie überhaupt ein Herz? Lassen Sie mal hören. Was? Gar nichts hört man was? Da nicht. Unterstehen Sie sich? Ach, kommen Sie mir nicht mehr unterstehen. Damit imponieren Sie mir überhaupt nicht. Ich frage Sie, Herr Dolleschall, diese Dame will Geld für ernste wissenschaftliche Forschung. Warum bewilligen Sie das Geld? Was machen Sie mit dem Geld? Wie einen neuen Dienstwagen kaufen? Ne, oder so, nicht? Ja, ja. Herr Winzig. Fummeln Sie nicht mal an mir rum, oder? Oder mit der gesamten Familie auf Auslandsreisen gehen, auf Kosten des Steuerzahlers. Also zum letzten Mal, jetzt schweigen Sie, oder? Oder? Kommen Sie mir auch nicht mit oder, Herr Neiße, Herr Dolleschall. Ich habe mich lang genug in Schweigen gehüllt, jetzt enthülle ich mich. Wissen Sie, was Sie sind? Ein Geizhals sind Sie. Ein Tyrann. Ja, aber so ganz kleiner bloß, nicht? Für einen Ausgewachsenen haben Sie ja kein Format. Ein Glück, dass ich das raus habe. Sind Sie denn jetzt fertig, ja? Ja, mehr habe ich heute nicht. Werde ich Ihr Glück mal ein wenig dämpfen. Sie haben ein Disziplinarstrafverfahren zu erwarten. Sie werden wegen schwerer Beleidigung eines Vorgesetzten strafweise pensioniert. Sehen Sie, das geht schon nicht, denn ich gehe ja sowieso schon in Pension, nächste Woche schon. Bis dahin unterstehen Sie noch meiner Disziplinargewalt, ja? Sie haben Ihrem Herzen etwas zu früh Luft gemacht. Übrigens danke ich Ihnen dafür. Der Staat spart dadurch eine ganz schöne Stange Geld. Sie bekommen nämlich nur noch die Hälfte Ihrer Pension ausgezahlt. Ja, mein lieber Herr Winzig, da haben Sie sicher Ihre Enthüllungen einiges kosten lassen, nicht wahr? Wir sprechen uns noch! Willi Winzig ist verzweifelt und bangt mit Recht um die Hälfte seiner Pension. Da er sich für seine Entgleisung nicht entschuldigen will, ist guter Rat teuer. Dr. Senn kommt Gottlob auf eine eigenartige Idee. Moment! Da gibt's ja doch noch eine Möglichkeit. Wieso? Da werden Sie für Ihre Handlungen nicht verantwortlich werden. Wenn Sie sich als geistig nicht normal entpuppten. Na, Sie sind ja ein flotter Knochen. Aber das genügt nicht. Sie müssen schon ein bisschen mehr dazu tun. Sie müssen sich wahnsinnig stellen. Oh, das ist aber wahnsinnig schwer, ne? Wenn der Psychiater im Zuge des Disziplinarverfahrens erklärt, dass Sie geistig minderwertig sind, dann erhalten Sie Ihre volle Pension. Die volle Pension. Na, das wollen Sie doch. Na, ob ich das will? Als 12-Jähriger habe ich mich schon auf die Pension gefreut. Na, sehen Sie, dann stellen Sie sich verrückt. Ach, warum mir stellen? Vielleicht bin ich schon längst, hat bloß noch keiner gemerkt. Ja, verrückt sind Sie sicher, aber das genügt nicht. Für den Psychiater müssen Sie sehr verrückt sein. Deshalb gebe ich Ihnen den guten Rat, stellen Sie die verrücktesten Sachen an. Benehmen Sie sich unmöglich. Und wenn man Ihnen das alles glaubt, dann erhalten Sie Ihre volle Pension. Die volle Pension. Na, zeigen Sie mal, was Sie können. Zitt. Zitt. Ja, hier, Willi Winzig. Ach, Herr Direktor Stein von der Discountbank. Ja, wie gehst du denn, du alter Gauner, was? Hier spricht Willi Winzig. Herr Direktor, wie können Sie lachen, wenn ich Sie den alten Gauner nenne?
Was bin ich? Eine Ulkie? Nehmen Sie sofort die Nudel zurück, ja? Das verbitte ich mir ganz verschieden, Herr Direktor. Nein, ich bin verrückt seit eben. Hallo. Hallo. Nee, das war noch nicht so besonders. Was ist dieses da wohl? Das Butterbrot für Herrn Dolleschall. iPod-Splitz. Herr Dolleschall braucht kein Butterbrot. Wir beide leisten uns ja auch kein Butterbrot, nicht wahr? Na also. Wo wollen Sie noch hin? Wo wollen Sie noch hin? Der Minister hat nach mir telefoniert. Er will diktieren. So, er will diktieren. Da kann ja jeder kommen, nicht? Sie gehen nicht, Sie bleiben. Ja, aber warum denn, Herr Winzig? Ich brauche Sie jetzt. Ja, aber wissen Sie, Herr Winzig... Bleiben Sie oder bleiben Sie nicht, Fräulein Wegu-Scheid. Na schön. Wenn Sie es wünschen, bleibe ich bei Ihnen. Das ist mir ohnehin viel lieber. Was, Sie bleiben? Mhm. Sie gehen nicht zum Minister? Sie bleiben hier bei mir? Und ob, wenn Sie wollen, ewig. Ich bin ja so froh, dass Sie mich einmal bei sich haben wollen. Nein, ich bin ein Narr. Hello. Sie? Oh nein. Sie sind der gescheiteste Mensch, den ich überhaupt kenne. Das war ja noch schlechter. Nee, ich muss ganz was anderes machen. Etwas ganz, ganz und anders muss ich machen. Armer Willi Winzig. Alles, was er anstellt, geht schief. Das Verrücktspinnen ist doch schwerer, als er dachte. Sein nächstes Opfer ist Minister Kuhländer, bei dem er noch einmal alle Register seines Könnens zieht. Er wirft ihm sogar Stempel, Schreiber und Akten vor die Füße. Nur die gemalten Orden auf den Kulissen. Ja, das geht leider nicht. Na sagen Sie mal, wo bleibt denn die stille Typistin so lange? Sie kömmt nicht. Warum kömmt ihr nicht? Ich brauche sie itzt. Willi Winzig braucht sie nun. Ach, Sie brauchen sie. Jawohl. Ach, dann schicken Sie mir sie bitte, wenn Sie fertig sind, ja? Moment, Herr Minister, Sie lassen sich das von mir gefallen. Sie schreien mich nicht an, Herr Minister. Warum soll ich Sie denn anschreien? Ich finde das sehr vernünftig, dass Ihnen das Herz nicht in die Hosen fällt, wenn ein Minister erscheint. Ach, Sie finden das vernünftig, dass mir nicht was in die Hose fällt. Herr Minister, sei so vernünftig, das dürfen Sie nicht vernünftig finden, Herr Minister. Was ist das hier überhaupt für ein Saftladen, Herr Minister? Nee, hier, sehen Sie mal, hier, Herr Minister. Ach, Hier, das geht nicht, das ist gemalt hier oben. Ich bin nämlich nicht ganz richtig. Was? Ich bin nämlich nicht ganz richtig. Sie nicht ganz richtig? Nein. Ein Mensch, der mit diesen blödsinnigen, verstaubten Akten das einzig Richtige macht, was man mit ihnen machen sollte, nicht ganz richtig? Für mich sind Sie der normalste Mensch, der mir seit langem begegnet ist. Ich werd verrückt. Im Theater ist nun ein Umbau erfolgt. Der zweite Akt spielt in einem kleinen Ballsaal des Ministeriums. Alle Minister und auch seine Exzellenz Ali Ben Akanemzig sind anwesend, um den Kunstvorträgen zu lauschen. Willi Winzig will dort endlich als Verrückter zu seinem Erfolg kommen und erscheint in einem Frack plötzlich und ganz unerwartet. Hallo, Ministerchen! Kuckuck, Kuckuck! Ruft's aus dem Wald! Also, wo kommen Sie denn her? Horch, ich komm von draußen rein. Josef Heidi, Josef Heida. Jupp Heidi, Jupp Heida. Was soll denn das alles heißen, sagen ja, Sie mal? Da ist ja auch der liebe Herr Dolleschall. Ich habe hier das Butterbrot von heute Morgen gebracht. Sag mal, Herr Winzig, ja. Sind Sie verrückt?
Ja, natürlich, sonst wäre ich ja nicht hier, ne? Ah, das ist sicher der liebe Herr Hamudistan, ja? Ich begrüße Sie sehr herzlich. Sie kriegen die Entwicklungshilfe, das mache ich schon. Ich kenne die Knirche alle hier. Sie, ja. Sie? Sie? Wenn Sie nicht sofort verschwinden, hole ich die Polizei. Lassen Sie doch, Herr Dolischal, Sie sehen doch, dass der Mann nicht ganz normal ist. Ja, ich danke Ihnen. Wofür danken Sie mir? Für diesen Auswurf, den Sie eben taten. Ja, das ist gut. Ich sage Ihnen ja, gut. Der Wind hier ist übergeschnappt. Ja. Kommen Sie, meine Herren, hören wir uns die Winterreise an. Die Winterreise, dann ziehen Sie sich nur warm an, nicht? Sonst erkälten Sie sich. Ich kannte einen, der war so erkältet und so zerstreut. Immer wenn er niesen wollte, hat er gehustet. Oh. Oh, ja. Also, langsam arbeite ich mich ein, ne? Ja. Ja, Herr Winzi, wie sehen Sie denn aus? Warum sind denn den Frack her? Habe ich mir geliehen. Ja, ich bin eine frackwürdige Erscheinung. Ne? Ich hatte heute Morgen, habe ich doch schon versucht, so ein bisschen Sitz zu sein, ne? Und da ist hier doch der Minister, komme ich hierher, sagt der Minister doch, der Winzi ist übergeschnappt. Mehr will ich ja gar nicht, das genügt mir, ja? Ich gratuliere Ihnen zu Ihrem Erfolg, aber jetzt gehen Sie wieder, ne? Ja, natürlich gehe ich, will ja bloß meine volle Pension, aber wie der Minister hier sagt, der Glück muss der Mensch haben. Ja, wo bleiben Sie denn, lieber Senn? Oh. Ja, Herr Winzi. Oh, Frau Doktor. Ja, wie sehen Sie denn aus? Ja, Sie aber auch. Oh. Ja. Ja, ich seh verrückt aus. Aber nein, gar nicht nein? verrückt. Nein? Originell, würde ich sagen. Ja? Aber jedenfalls freue ich mich, Sie hier zu sehen. Ja? Und heute Abend da. Ja. Da wollen wir uns so richtig ein bisschen anfreunden. Ja? Nein, das geht nicht. Ich suche gerade das Weite. Hoffentlich finde ich's. Aber schönen Dank nochmal. Ihr Rat war ganz prima, wie der Minister sagte. Der Winzig ist hier wirklich Hoffentlich wäre ich nicht wirklich verrückt vor Freude, nicht? Wie bitte? Vor Freude komme ich verrückt. Wäre ich verrückt vor Freude, schöner Götterfunken. Tochter aus Elisibum, nicht? Ta-ta-ta-ta. Nun? Haben Sie den wahnsinnigen Winzig weggeschafft? Aber natürlich, Herr Minister, der kommt nicht wieder. Also, was einem so alles passieren kann, meine Herren. Heute früh war der Mann noch ganz normal und plötzlich schnappt er über. Wenn der jetzt Gott weiß, was anstellt, kann man den nicht mal zur Verantwortung ziehen. Nicht wahr, Herr Minister? Ein Verrückter wie Winzig, der kann gar nicht straffällig werden. Natürlich nicht. Nein. Du, Kuhländer! Was gibt's denn? Eine unangenehme Sache, die leider in dein Ressort fällt. Mein Ressort fallen nur unangenehm. Der Blumenthal vom Unterrichtsministerium drückt mir die neueste Ausgabe des Pfeils in die Hand. Ach, das Blatt der Linken. Die haben mich anlässlich meiner Ernennung ganz schön verrissen. Ja, das war doch gar nichts. Diesmal zerreißt er dich in der Luft wegen des heutigen Empfangs. Ja, warum denn? Was wollen die von dem Empfang? Na, hör mal zu. Der Pfeil fragt, warum es in unserer demokratischen Zeit nicht möglich war, zu diesem Empfang wenigstens einen Vertreter der kleineren Beamtenschaft einzuladen. Und so ganz nebenbei kündigt er wegen dieses nach seiner Meinung unerhörten undemokratischen Vergehens für die morgige Nationalratssitzung den schärfsten Kampf an. Das ist doch großartig. Dann werde ich wenigstens gestürzt. Nee, gestürzt wirst du nicht. Aber Scherereien wirst du bekommen. Was? Noch mehr Scherereien? Ja, und das alles wegen eines kleinen Beamten, den ich nicht eingeladen habe? Da muss doch was geschehen. Wo nehme ich denn nur in der Eile so einen kleinen Beamten? Ja, und das Problem dabei ist noch, Herr Minister, wo nehmen so kleine Leute plötzlich einen Abend an, so schnell noch aufzukommen? Der Winzig! Ja, nun ausgeschlossen. Aber er hat doch einen herrlichen Frack an. Ist aber nicht mehr da, Herr Minister. Dann laufen Sie ihm nach und holen Sie ihn her. Aber Herr Minister! Her mit dem Winzig! In 5 Minuten wünsche ich ihn hier zu haben. Ich werde mir selbstverständlich alle Mühe geben. Wissen Sie eigentlich, meine Herren, warum der Winzig hierher gekommen ist? Na, keine Ahnung. Na, dann will ich Ihnen das sagen, um mich zu retten. Was? Ja, der hat den Angriff in der Zeitung gelesen und ist hergekommen, um mir den Kampf mit der Opposition zu ersparen. Entschuldigen Sie bitte, Herr Minister, wenn ich alles glaube, aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass Herr Winzig... Solch einen Mann werfen Sie hinaus, Herr Dolischal! Reden Sie doch nicht, Sie haben den Mann hinausgeworfen! Und wenn der sich jetzt weigert zurückzukommen, dann sind Sie schuld in der Katastrophe. Ich, aber entschuldigen Sie, Herr Minister, Sie haben da eben selbst gesagt, Sie haben den Mann ausgeworfen. Was soll mir dabei nicht zurückkommen? Heute Morgen war der Mann noch normal. Bitte über jedes Weitere... Ach, was... Da ist er ja, mein Retter. Ach,
Ich danke Ihnen. Ja, bitte, bitteschön. Wofür denn zum Beispiel? Mein lieber Herr Winzig, Bescheidenheit ist eine sehr schöne Sache, aber Sie treiben Ihre Bescheidenheit wirklich ein bisschen weit. Ich weiß, was Sie für mich getan haben und ich danke Ihnen. Was sind Sie für ein klarer, für ein vernünftiger Kopf? Nein, Sie irren, Sie sind ein Irländer. Sie haben vor zehn bis acht Minuten noch, circa ungefähr, haben Sie hier gesagt, der Winzig ist übergeschnappt. Ach, ich widerrufe alles. Das dürfen Sie nicht, Herr Minister, das dürfen Sie nicht. Nein, Herr Minister. Das Wort eines Ministers ist das Wort eines Ministers, Herr Minister. Das hier war gar kein Spaß, verstehen, Herr Winzig. Spaß? Sie nennen das Spaß, Herr Minister? Ich habe hier oben immer so ein seltsames Gefühl, so ein leeres, so ein... Ja. Fragen Sie Herrn Dolleschall, der hat das auch immer. Was, Herr Dolleschall? Finden Sie denn, dass unser lieber Herr Winzig verrückt ist? Keine Spur. Herr Winzig ist doch einer unserer tüchtigsten und klügsten Beamten. Das ist doch entsetzlich. Sie finden das entsetzlich? Ich finde das großartig. Dann kommen Sie her, setzen Sie sich. Tun Sie ganz so, als wenn Sie hier zu Hause wären. Sie sind heute unser Ehrengast. Vielleicht eine Zigarre? Nein, ich bin nicht Raucher. Ach, sie ist ganz leicht. Ja? Ja, leicht ist sie, ja. Aber ich rauche nicht. Ich bin krank. Das Temperament haben Sie auch. Temperament liebe ich doch an meinen Beamten so. Temperament ist ein Zeichen eines besonders klaren Kopfes. Verzeihen Sie, Herr Minister, wäre es nicht ganz gut, wenn wir wegen des scharfen Angriffes im Pfeil gleich morgen an die Menti in die Zeitung bringen. Gut, gehen wir, aber du kommst mit. Nun muss ich mich hier mal um meine Ehrengäste kümmern, ne? Ja, Pauli Heil. Ja, ja. Was? Da haben Sie aber Pech gehabt, mein lieber Winzig. Was ist denn los? Der Minister sagt hier vor allen Leuten, der Winzig ist übergeschnappt. Da kommt der Dolleschall, schmeißt mich raus. Kommen Sie, holen mich rein. Der Minister drückt mit einmal so mich nichts, dich nichts, meine sämtlichen Hände und mich hier auf die Scheiße Long. Also ich weiß gar nicht... Ich bin selber verrückt. Ich werde verrückt. Ich weiß. Nein, beruhigen Sie sich. Sie sind ganz normal. Das ist doch furchtbar. Was mache ich denn da? Muss ich noch verrückter stellen? Nein, das kann ich nicht. Ja, nein, das geht nicht. Das mach ich. Kann ich bitte nicht. Nein. Da kommt aber im entscheidenden Moment Herr Dolleschall, um den Ehrengast zu bewirten. Ein Teewagen ist Willi Winzig gerade recht. Hallo, Taxe. Mein lieber Herr Winzig, nun bedienen Sie sich mal erst hier, bitteschön. Ei, der Daus. Ja. Was ist denn das denn, das denn da, denn hier, denn da? Ja, das ist hier alles für Sie, ne? Ja. Sie sind übrigens der Erste, der hier was zu essen bekommt. Ja. Ham, ham. Ja. Apfelsaft. Mein lieber Herr Winzig, wo denken Sie hin? Das ist natürlich Sekt. Henkel nass. Das schmeckt ja verrucht. Ja. So, und nun greifen Sie mal tüchtig zu und essen Sie hier was. Nein, ich bin nicht Esser. Herr Dolleschall, große Taten kommen aus leerem Magen. War gut, nicht? War sehr gut, ja. Aber da müssen Sie schon Napoleon sein. Ich mach Napoleon jetzt, mach Napoleon. Usong Meshieng. Zu Deutsch, wo sind meine Hunde? Ach nee, das hat der alte Fritz hat das gesagt. Der alte Fritz war das. Das war der Erfinder der Pommes Fritz. Also hier. Ja? Hier, Herr Dolleschall, riechen Sie doch mal, wie das prickelt. Ich rieche aber gar nichts hier. So, da haben die Nase auch voll, ja, ne? Ja, wie sagt schon Madame Plessé die Vielfältige?
Sie sagt, die Nase ist mal voll, mal leer. Mal ist sie breit, mal spitz wie ein Pfeil. Und stets ist sie bei Menschen der hervorragendste Körperteil. Das sah man bei de Gaulle zum Wohl. Lieber Herr Winzig, ja? Wie fühlen Sie sich bei uns hier? Ich fühle mich großartig, ja, Kerlchen. Wie geht's dir denn? Ja, das hört man gern, nicht? Aber Burschi, ja, fein, natürlich. So. Sie sollen sich mal richtig entspannen. Aber fein. Ja, wie zu Hause sollen Sie fein, sich hier fühlen. Kleckerchen. Ja, 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 machen Sie so weiter in diesem ja, Sinne, nicht? Ja, in kommen Sie doch, jetzt habe ich wirklich die Nase voll. Ja, das verstehe ich nicht. Ich sage Burschi zu ihm, ich sage Kleckerchen zu ihm. Er zerreißt mich nicht in der Luft, er... Ich verstehe das nicht, er bringt mir Atzung. Nun, mein lieber Winzig, wie geht es Ihnen? Hello, Dolly. Der hat schon was zu essen, ja. Ja, er hat schon was zu essen. Nein! Meins. Meins! Bleibt meins. Nein, ist vergiftet, vergiftet. Vergiftet? Vergiftet. 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 Mein lieber Herr Winzig, Sie sind am Ende wirklich nicht ganz. Ich bin nicht nur am Ende, ich bin auch am Anfang nicht. Vorsichtig, denk an den Pfeil. Richtig. Recht so, mein lieber Winzig, Sie bekommen sofort etwas Neues. Nein, ich will mein Gift. Arsen und Spitzenhöschen. Nun sagen Sie mal, lieber Herr Winzig, leiden Sie manchmal an Wahnideen? Ich bin verrückt. Sie sind doch nicht verrückt. Ich bin verrückt. Sie sind doch nicht verrückt. Ich bin verrückt. Nein, 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 Sie sind nicht verrückt. Sie sind nur vorsichtig. Und Vorsicht ist nun mal die Mutter der Weisheit. Ja? Aber wer ist der Papa? Ja, meine Herren, wollen Sie denn nicht bitte in den Saal zurückkommen? Zur Winterreise? Ja, sterbe ich. Die Winterreise ist doch längst beendet. Hören Sie doch bitte, lauschen Sie, es spielt jetzt die Cellistin Fräulein vom Strich. Oh! Wenn diese Darbietungen nicht bald aufhören, dann pensioniere ich Sie! Minister, Fräulein vom Strich ist die Tochter eines sehr einflussreichen Politikers. Wenn die jetzt merkt, dass Sie nicht im Saal sind, wird er morgen fragen... Entsetzlich, was machen wir denn da? Auf das Vaterland retten! Na gut, ja. Gehen wir, beißen wir die saure Schellisting. Herr Winzig, ja. Kommen Sie mit? Ich bin ja nicht verrückt. Ja, natürlich bin ich verrückt, ja! Nee, so verrückt bin ich wieder nicht. Jetzt hab ich's. Jetzt hab ich das Ei des Damokles. Ruhe da drin! Mit dem Gedudel. Ich befehle, dass augenblicklich Ruhe ist. Jetzt habe ich es geschafft. Jetzt kriege ich meine volle Pension. Jetzt habe ich es geschafft. Was fällt Ihnen denn ein? Ja. Sie sind ja wirklich ein Wahnsinniger. Na endlich. Ja. Wo ist der Mann, der Ruhe gerufen hat? Hier. Ich danke Ihnen. Wenn Sie nicht geschrien hätten, so hätte ich geschrien. Sie sind der vernünftigste Gast hier auf dieser Empfang. Wer ist dieser Herr? Ja, ein kleiner Beamter, der gleich in hohem Bogen rausfliegt. Was? Eine solche Mann ist eine feine Beamte bei Ihnen? Eine solche Mann fliegen hinaus? Eine solche Mann missen machen Karriere? Ich will nicht missen machen Karriere. Ich will meine volle Pension, ja? Ja, das lassen Sie meine Sorge sein. Ich werde Ihrem Minister sagen, welche vernünftigen Menschen er da in seinem Ministerium sitzen hat. Wenn Sie Exzellenz, das sagen, mein Herr, dann geschieht ein Unglück. Was? Ruhe. Das kann man sich doch hier nicht mehr bieten lassen. Ruhe. Hä? Ich bin Pippi Langstrumpf. Sie kriegen keine Entwicklungshilfe. Die können sich da oben an ihr Schiffchen stecken und jetzt schiffen sie nach Hause, ja? Jetzt aber Schluss! Ja. Rasch ein Arzt, der Mann gehört in eine Zwangsjacke. Na endlich, bravo, bravo. Nein, nein. Bravo. Der Mann hat vollkommen recht. Der Mann gehört keineswegs in eine Zwangsjacke. Es ist unmöglich, dass wir immer nur Entwicklungshilfe geben.
Wir müssen noch einmal an unsere Armen denken. Das heißt, dass ich geworden bin, ihr überflüssig. So habe ich das nicht gemeint, Exzellenz. Aber ich habe deutlich genug verstanden. Wir haben es nicht nötig, uns Geld von Ihnen aufdrängen zu lassen. Guten Abend, meine Herren. Im Osten gibt es ja auch noch Länder. Ja, gute Reise, ne? Hallo, Sie, schreiben Sie mal, wenn Sie ein Telefon haben. Was, jetzt merken Sie da auch, dass ich verrückt bin, nicht, Ministerchen, was? Mein lieber Herr Winzig, ich muss mich bei Ihnen bedanken. Was, schon wieder? Jetzt weiß ich erst, was für ein grundgescheiter Mensch Sie sind. Ich nehme alles zurück. Sie nehmen alles zurück? Nehmen Sie das sofort zurück, Herr Minister. Ich nehme nichts zurück. In meinen Augen sind Sie ein Genie. So. Da muss ich leider was tun, Herr Minister, was mir sehr leid tut. Aber bitte, Achtung! Na, Herr Winzig! Ja, sagen Sie mal, wissen Sie, was Sie eben gemacht haben? Ja, natürlich. Sie haben den Minister unmöglich gemacht. Er muss jetzt zurücktreten. Wo wird er zurücktreten? Was muss ich? Muss er? Zurücktreten? Ja, nur uns ein großes Unglück, was? Ich danke Ihnen! Sie haben mir den größten Gefallen meines Lebens erwiesen. Und Sie sollen meine Dankbarkeit zu spüren bekommen. Bevor ich zurücktrete, ernenne ich Sie zum Amtsrat. Amtsrat Winzig. Der dritte Akt spielt im neuen Büro von Amtsrat Winzig. Amtsrat Winzig? Was? Ein Scheck? Ein gedeckter Scheck? Ach, Herr Direktor Schreck, ja, guten Tag. Nein, heute geht es nicht, Herr Direktor. Oh, heute bin ich überlastet, ja. Morgen, ja, da muss ich meinem Terminkalender nachsehen. Einen Moment bitte, bleiben Sie bitte am Apparat. Ja, einen Moment. Ja, morgen geht's. Ja, um 12.60 Uhr. Ja, um 13 Uhr geht's auch. Jawohl. Guten Morgen, Herr Amtsrat. Sie sagen jeden Morgen dasselbe. Guten Morgen. Ja. Ist der Herr Minister schon im Hause? Ja, Erich der 18. ist gerade gekommen. Erich der 18.? Wieso Erich der 18.? Minister Alfons Kuhländer war der 17. Finanzminister. Den hatten wir, Alfons den 17. und Dr. Erich Finz ist der 18. Also Erich der 18. Gut, nicht wahr? Ja, sehr gut. Ich habe noch nie so gelacht. Da ist jemand draußen, der Sie sprechen will. Bedauere Sprechstunde jeden Dienstag und Freitag. Und was haben wir heute? Dienstag. Aber nicht Freitag. Sprechen will, ist Herr Sabander. Na und? Er hat was mit der Presse zu tun und dann hat er noch eine Empfehlung von einer Redaktion. Er möge sich selber empfehlen. Ja. Amtsrat Winzig? Ja, Frau Doktor, guten Tag, Frau Doktor. Nein, noch nicht. Nee, ich glaube, der neue Finanzminister, Dr. Finz, der wird die Sache bestimmt unterschreiben. Nee, der Kuhländer ist doch nicht mehr. Jetzt ist doch Erich der 18. Ja, nee, also ich habe mein Bestes getan, Frau Doktor, wenn Sie vielleicht noch mal anrufen würden, so in einer schwachen halben Stunde, ja? Ja? Okay. Ist Ihnen nicht wohl, Herr Amtsrat? Wieso ist mir nicht wohl? Mir ist sauber. Ja. Ist der Herr Salamander fort? Er heißt Sabander. Da kann man nichts machen. Er ist wütend fortgegangen und ich soll Ihnen diese Briefe geben und ausrichten, dass er seinen Gönnern mitteilen werde, welch ausgezeichneter Beamter jetzt als Referent im Finanzministerium säße. Und er käme bestimmt wieder. Wie schön. Hier zum Beispiel ist eine Empfehlung von Chefredakteur Hornig. Ach, vom Hornig. Dann ist hier eine Empfehlung von Chefredakteur Schlemmer. Vom Schlemmer? Ja. Was, von dem alten, kleinen, dicken Schlemmer? Das ist ja... Den kenne ich überhaupt gar nicht. Dann wäre hier ein Schreiben vom amerikanischen Botschafter Mr. Donsbay.
Oh, what see I do? Sollten Sie mehr östlich orientiert sein, so soll ich Ihnen das Schreiben der sowjetischen Botschaft, das Gaspodin Zhubatkin, überreichen. Ah, Kalinka, Kalinka. Dann wäre hier noch ein Schreiben von Dr. Feinkogel von der Opposition. Aha. Sie hätten Briefträgerin werden sollen. Ja, und dann meint Herr Sabanda noch, dass eine Hand die andere wäscht. So, trotzdem sind so viele Hände schmutzig. Ich will niemanden mehr hier sehen. Ja, Herr Amtsrat, natürlich. Guten Morgen, lieber Herr Amtsrat. Ah, guten Morgen, mein lieber Herr Dolleschall. Nun, was bringen Sie da wohl Schönes? Ich komme soeben vom Herrn Minister und bringe hier die Entscheidung in der Angelegenheit Sigrid Kubin. Und? Abgelehnt, ja? Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Der Minister ist doch ein wunderbarer Mensch. Ja, das ist ja wohl Ansichtssache, ne? Könnten wir jedenfalls eine bessere Verwendung für das Geld vorstellen. Na, wie dem auch sei, hier ist das Gesuch mit der Unterschrift. Hier ist die Zahlungsanweisung an die Kasse, 100.000 in bar sofort auszuzahlen. Geben Sie das alles der Kubin mit einem schönen Gruß von mir. Ich wünsche ihr jedenfalls, dass meine Wünsche nicht in Erfüllung gehen. Ich werde es ausreden. Sie entschuldigen bitte, ich sehe wohl nicht recht. Sie korrespondieren mit dem Botschafter der Vereinigten Staaten. Nein, nein, diesen Brief hat mir irgendein Schützling von ihm gebracht. Irgendeine Protektionsgeschichte. Ich habe den Brief gar nicht geöffnet. Sie sind ja wohl... Was bin ich ja wohl? Wie? Nein, Sie lassen das Schreiben eines Botschafters einfach hier ungeöffnet liegen. Ja, wenn mich der Inhalt nicht interessiert, hier sind noch so ein paar Briefe. Was? Alle hier, bitte da. Moment noch. Mal, Moment mal. Die sind ja tatsächlich alle an Sie adressiert hier. Ja. Was wollen denn diese Herren alle von Ihnen hier? Ja, was weiß ich? Bin ich Herr Röntgen? Ich weiß es nicht. Ich habe die Briefe nicht geöffnet. Ich, ja. Weil das Protektionsgeschichten sind. So. Und ich dulde hier in diesem Hause keine Protektion. Und deswegen habe ich diesen Herrn Sabanda oder wie der heißt, rausgeworfen. Sabanda, haben Sie rausgeworfen? Jawohl. Haben Sie einen Mann mit solchen Empfehlungen? Ja. Was sagen Sie denn dazu? Na ja, kann schon sein, dass er wenigstens etwas weltfremd ist. Weltfremd nennen Sie das? Ich sage verrückt. Herr Dolleschall, ich verbitte mir diese verbalen Jurien hier, ja? Also bis jetzt habe ich Sie ja für einen harmlosen Irren gehalten. Sie sind ja gemeingefährlich. Einen Finanzminister haben Sie schon gestürzt. Ihr Vorgehen wird auch an Dr. Finz das Genick brechen, der ist morgen in der Debatte glattweg erledigt. Lächerlich, wegen eines Herrn Expander oder diese Herren, wie immer Sie auch heißen mögen, sind doch mächtiger als alle Minister zusammengenommen. Sie kaufen Zeitungen, sie inserieren, sie wählen, ja, sie diktieren die öffentliche Meinung. Wenn Sie hier nicht eine Katastrophe ungeheuren Ausmaßes heraufbeschwören wollen, werden Sie alle diese Herren persönlich anrufen, um sich bei Ihnen zu entschuldigen und Ihnen prompteste Berücksichtigung Ihrer Wünsche zusagen. Ja, das rate ich Ihnen auch. Ja, ich danke für Ihre Ratschläge. Herr Dolleschall, ich habe noch nie gehört, dass ich jemanden dafür entschuldigen muss, dass ein anständiger Mensch ist. Jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ich habe zu tun, ja? Sagen Sie doch mal, mein lieber Herr Winzig, stammen Sie vielleicht aus einer erblich belasteten Familie? Jawohl, mein lieber Herr Dolleschall. Ja. Meine Mutter war ein anständiger Mensch und mein Vater war ein anständiger Mensch, nicht wahr? Ihre Familie habe ich nicht gekannt, nicht? Fräulein Wegoscheid, bitte zum Diktat. Und jetzt verlassen Sie bitte meinen Dunstkreis. Sehr schön, wie Sie wünschen, aber wir werden ja sehen, wie lange Sie hier noch sitzen in Ihrem Dunstkreis. Der Minister muss sofort verständigt werden. Was wollen Sie jetzt noch? Arbeiten. Arbeiten, lauter neue Methoden hier. So, setzen Sie sich. Gucken Sie mich nicht so notwendig an, schreiben Sie. Herrn Alfred Tierfeld, Bumsheim, Bahnhofstraße 12. In Erledigung Ihrer Eingabe 7699-436-2b, Klammer auf. F.O., Klammer zu. Vom 14. März dieses Jahres teilen wir Ihnen mit. Was? In Erledigung der Eingabe vom 14. März? Dieses Jahres teilen wir Ihnen mit. Aber Herr Amtsrat, wir haben doch heute erst den 15. März. Na und? Sie können doch eine Eingabe vom 14. März nicht schon am 15. erledigen. Warum nicht? Wenn ein Staatsbürger am 14. März eine Eingabe an ein Ministerium macht und schon am 16. eine Antwort erhält, stürzt doch sein ganzes Weltbild ein. Ja, ersparen Sie sich um Ihre lächerlichen paar Einwürfe hier, ja? Solange ich hier sitze, wird alles umgehend erledigt. Also schreiben Sie hier, vom 14. März dieses Jahres teilen wir Ihnen mit, Komma. Teilen wir Ihnen mit, Komma. Na, nicht Komma ausschreiben, da macht man so ein Häkchen, macht man da. Gott nochmal! Na, wissen Sie... Und sowas schläft in einem Bett wirklich. Also hier. Also. Schreiben Sie, vom 14. März dieses Jahres teilen wir Ihnen mit, dass Ihrem Häkchen, dass Ihrem Gesuch stattgegeben wird. Stattgegeben wird? Klecks.
Sie geben statt? Ich gebe statt. Aber nein, Herr Amtsrat, Sie dürfen doch die Steuerzahler nicht so irritieren. Wenn einer eine Eingabe an eine Behörde macht, so will er doch abgewiesen werden. Wenn Sie Herrn Thierfeld jetzt mitteilen, dass stattgegeben wird, trifft ihn womöglich der Schlag. Wenn Sie nicht gleich schreiben, was ich ihn diktiere, trifft er mich. Herr Amtsrat, Herr Winzig, ich bin wirklich besorgt um Sie. Dafür werden Sie nicht bezahlt. Das weiß ich, aber ich bin ja auch nicht dienstlich besorgt, sondern privat. Ich weiß ja, dass Sie sich nicht viel aus mir machen, nee. Aber das ist mir egal. Lassen Sie sich erklären, Sie was... Sie brauchen mir nichts zu erklären. Die einzigen Erklärungen, die hier in diesem Hause Gültigkeit haben, sind Steuererklärungen. Merken Sie das alle für einmal, ja? Ich muss einmal reden. Mit einem Menschen, der sich so in seine Akten vergräbt, der nicht sieht und hört, was rundherum in der Welt vorgeht, muss man deutlicher reden. Herr Amtsrat, ich habe Angst. So. Sie haben Angst? Sie haben vor mir, haben Sie Angst? Bin ich Virginia Woolf oder was ist hier los? Was? Ich meine es gut mit Ihnen. Viel besser als gewisse Damen, die durch Sie nur etwas erreichen wollen. Aha. Gehe ich fehl in der Annahme, Fräulein Lemke, Fräulein Wegesheim. Dass Sie hier von Fräulein Dr. Kubin sprechen, ja? Ja. Und damit Sie es nur wissen, die Dame ist nichts für Sie. Aus Ihnen spricht die nackte Eifersucht. Oh, das hätte ich nie gedacht, dass ich einmal zwei Frauen um meinen Körper reißen würde. Aber ich kann Sie beruhigen, Fräulein Wegescheid. Ich werde diese Dame heiraten. Heiraten? Ja, sie weiß noch nichts davon, aber Ihnen kann ich ja verpassen. Oh nein. Was ist? Haben Sie Schnupfen? Amtsrat Winzig. Ja, Fräulein Doktor, natürlich, ich habe hier, die Anweisung ist da. Hier, ich zeige sie Ihnen, bitte. Hier. Nein, Sie brauchen nur zu kommen. Dann gebe ich Ihnen die Anweisung, das ist Fräulein Heino, und Sie bekommen 100.000 in bar ausbezahlt für Ihre Forschung, ja? Was? Ja? Nein, nicht vor 16.45 Uhr. Nee, da quietscht ein Ventilator, oder? Ja, also, Fräulein Doktor, ich erwarte Sie, ja? Schön, Wiedersehen. Ach, Sie hätten Ihr Gesicht sehen sollen. Wie sie gestrahlt hat und wie sie sagte, Sie bekommen meinen Kuss. Und da sagte ich, nein, nicht vor 16.45 Uhr. Und dann quietschte da Ventilator. Fräulein Wegescheid, was haben Sie denn? Stehen Sie auf, Fräulein Wegescheid, bitte. Es ist nicht gut, wenn auf meinem Schreibtisch so viel rumliegt. Ja. Und nass gemacht haben Sie ihn auch noch hier. Der rostet doch. Ist es gestattet, Herr Amtsrat? Ja, Herr Minister. Ade, Gott sei Dank, ade. Wem verdanke ich das Ihnen? Nein, nicht, hat nicht wehgetan. Sie haben so viel für mich getan. Ja, ist so gut. Ach, Frau Winkelscheid ist auch da. Ja, aber nicht mehr lange. Es hat sich hier alles so verändert. Ich demissioniere ebenfalls. Ja. Hoppla! Sie stolpert da manchmal. Sie hat Absatzschwierigkeiten. Haben Sie noch was gesagt, Herr Amtsrat? Nein, auf Wiedersehen, großer weißer Vogel. Ja, warum sagen Sie ein großer weißer Vogel zu ihr? Wenn ich dumme Gans sage, geht es zur Gewerkschaft. Ich habe doch nicht etwa gestört hier? Nein, Sie können gar nicht stören. Ich habe ja gerade Sprechstunde, nicht wahr? Und da kommt ja sowieso nie hin. Naja, ich will es ja auch nicht lange aufhalten. Das ist schön. Wissen Sie, ich komme ja nicht gerne in die Stadt, aber diesmal musste ich wegen einer Intervention beim Finanzminister. Ja. Aber der Finz, der hat mir rundweg alles abgeschlagen, dieser Hammel. Ja, und was handelt sich denn? Um unser Kinderheim. Kinderheim? Ja, Sie haben bei sich in Ihrer Gemeinde ein Kinderheim. Wir haben in unserer Gemeinde ein Kinderheim. Ja, da ist was Furchtbares passiert. Ja, was denn? Das Kinderheim steht an einem Hang. Ja. Und gab es da im letzten Jahr so viel Schnee. Ja, ja. Und durch die plötzliche Schneeschmelze und den Regen ist der ganze Hang unterspült worden. Ja. Und er geriet ins Rutschen.
Das ist doch furchtbar. Das Haus hat überall Sprünge bekommen. Wir müssen damit rechnen, dass es einstürzt. Ja, da muss man doch was. Wir haben die Kinder natürlich sofort evakuiert und bei den umliegenden Bauern untergebracht. Ja, aber das ist doch kein Zustand. Nein, nein, nein. Die Kinder brauchen ein neues Heim. Selbstverständlich, da muss man helfen. Darum war ich eben beim Finz. Ja, und? Was hat er gesagt? Oh, der Herr Finanzminister hat doch kein Verständnis für unsere Not. Typisch, typisch für die. Seit der Minister ist es kein vernünftiges Wort, mit ihm zu reden. Kennt man doch, das war immer so. Er sagt, er sei dafür nicht zuständig. Ja, 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 ja. Bis Ausschüsse gebildet werden, Sie wissen auch, wie lange das dauert, bis so ein Ausschuss beschließt. Na, bis dahin sind die Kinder längst verheiratet. Jetzt wollen wir versuchen, das Geld durch freiwillige Spenden zusammenzubringen, denn die Kinder brauchen das neue Heim. Ja, ja. Es ist zum Verzweifeln. Ja, ja. Aber was will man machen? Na ja, dann fahre ich wieder nach Hause mit leeren Händen. Ja, ich war nett, Sie wieder mal gesprochen zu haben. Besuchen Sie mich doch mal draußen, ja? Ja, gern. Moment mal, Moment. Ja, was haben Sie noch? Ich habe hier einen Dispositionsfonds. Ein Dispositionsfonds? Ja, den verwalte ich. Davon habe ich ja noch gar nicht gehört. Der ist neu. Ach. Ich kann hier über 100.000 verfügen. Was? Ja. Wenn Sie mit diesem Schein unten an die Kasse gehen, zu Fräulein Heino, da bekommen Sie 100.000 in bar ausbezahlt für Ihr Kinderheim. Das ist jetzt wichtiger als diese andere Geschichte. Ich bekomme das Geld wirklich ausbezahlt? Gehen Sie schnell oder dann helfen Sie den Kindern. Was sind Sie für ein mustergültiger Beamter und ein guter Mensch? Ist so gut, so gut. Ich freue mich, dass ich es war, der den richtigen Mann an die richtige Stelle gesetzt hat. Ich habe als Finanzminister nicht viel getaugt, aber auf Sie, mein lieber Amtsrat, bin ich stolz. Wiedersehen. Ja, Herr Minister, ade. Hallo? Kasse? Ja, hier Amtsrat Winzig. Gleich kommt der ehemalige Minister Kuhländer zu Ihnen runter und holt Geld in bar. 100.000. Ja, 100.000. Haben Sie es da? Ja, bitte, ich habe eine persönliche Bitte an Sie. Geben Sie ihm alles möglichst in kleinen Scheinen und in bunten. Es ist für Kinder. Ihren Kuss. Auch während der Dienststunde nicht kann ich bis 16.45 Uhr warten. Jeder, der von Ihnen kommt, macht ein glückliches Gesicht, wie eben dieser Herr Kuhländer. Was sind Sie für ein Mensch? Sie wissen ja gar nicht, was Sie für mich getan haben. Ja. Fräulein Doktor, darf ich eine Frage an Sie richten? Ja. Aber Sie dürfen nicht böse sein, nein? Lieben Sie Kinder? Selbstverständlich. Selbstverständlich, wie Sie das gesagt haben. Jeder gute Mensch liebt Kinder. Nicht wahr, nicht wahr. Und der Gedanke, dass eben irgendwo Kinder in Not oder in Gefahr sind, wäre Ihnen auch unerträglich, nicht wahr, Frau Doktor? Aber warum fragen Sie so komisch? Oh, bitte. Geben Sie mir jetzt meine Anweisung. Ja, Sie werden furchtbar lachen. Ich habe keine Anweisung. Ja, aber Sie haben mir doch vor knapp 10 Minuten am Telefon gesagt, dass Sie die Anweisung haben? Ja, bitte, vor knapp 10 Minuten hatte ich sie auch noch. Da lag sie hier. Bitte fragen Sie. Nicht schneller. Nicht, ja. Aber jetzt ist sie weg. Jetzt habe ich sie nicht mehr. Da ist ein Heim. Das hat Sprünge bekommen. Und die können keine großen Sprünge machen. Das sind nur alles so kleine Kinder, nicht? Der Schnee schmolz. Und das Haus steht an einem Hang. Hang. An einem, also Grund, an einem Abgrund. Und der gähnt. Ne? Die Kinder sind auch müde. Deshalb hat man sie bei den herumliegenden Bauern untergebracht. Deshalb habe ich das Geld auch Herrn Kuhländer gegeben. Das war der mit dem glücklichen Gesicht. Dem habe ich das für diese Abschüsschen Kinder. Für diese abgehangenen Kinder da. Ne? Habe ich das Geld gegeben. Sie haben mein Geld einem anderen gegeben? Nicht Ihr Geld, Staatsgeld. Das aber wichtiger jetzt dafür war, ich meine, der Staat muss immer dort helfen, wo Not am Mann ist oder Not am Kind oder so, ne? Ja, ich meine, Ihre Sache ist auch wichtig, aber das müssen Sie doch verstehen, Frau Doktor. Nein, das verstehe ich nicht.
Ach, das verstehen Sie. Nein, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Willi Winzigs Kollegen, ja sogar der Minister, sind der Meinung, dass er ob seiner eigenmächtigen Handlungsweise doch ein Fall für den Psychiater ist. Ob er falsch oder richtig gehandelt hat, das muss sich noch herausstellen. Von der Wegoscheid möge kommen. Sie haben gerufen, Herr Amtsrat. Ja, das weiß ich. Ich will niemand mehr hier sehen. Sie auch nicht. Regen Sie sich nur nicht auf, Herr Amtsrat, das könnte Wie sprechen Sie mit mir? Sie wissen wohl gar nicht, wie Sie alles vor sich haben. Wie? Wer bin ich schon? Ich will niemanden mehr sehen, den Minister auch nicht. Ja, Sie haben ja vollkommen recht, lieber Herr Winzig. Herr Minister! Es ist wirklich unverantwortlich von mir, einen Beamten wie Sie in seiner Arbeit zu stören. Herr Minister, Sie selbst und dann auch persönlich. Aber bitte, Herr Minister, bitte. Ja, aber doch nach Ihnen, Herr Winzig. Bitte nach Ihnen. Na bitte, Herr Minister. Und immer schön an die Gesundheit denken. Alle, plötzlich reden alle so, als hätte ich nicht das ganze Geschirr im Spinn. Herr Minister, ich bin vollkommen... Ja, aber natürlich sind Sie vollkommen. Sie sind der vollkommenste Beamte, den wir je hatten. Naja, wir werden uns schon einig, nicht? Jawohl. Einen Augenblick bitte. Ja, Herr Minister. Bitte, Herr Minister, nehmen Sie Platz. Ja, danke, gerne. Denn Platz ist ja bekanntlich das Einzige, was man immer nehmen darf, ohne dafür sitzen zu müssen. Ja, lieber Herr Winzig, ich bin eigentlich gar nicht dienstlich hier, sondern mehr privat. Als Freund, wenn Sie mir den Ausdruck gestatten. Als Freund? Mhm. Das hat noch keiner zu mir gesagt. Als Freund. Das ist schön, als Freund. Naja, ich meine, wir Brillenträger müssen zusammenhalten. Ja, lieber Herr Winzig, ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich mich ausdrücken will. Ich bin eigentlich ein bisschen besorgt um Sie. Sie auch? Alles ist hier besorgt um mich. Na ja, das beweist doch nur, wie viele Freunde Sie haben. Umso erstaunlicher ist es allerdings, dass Sie in letzter Zeit versucht sind, sich so viele Feinde zu schaffen. Ich mir? Na ja, zum Beispiel diesen Herrn Sabanda. Wie kann man einen so einflussreichen Mann vor den Kopf stoßen? Man muss Rückgrat haben, Herr Minister. Ja, ja, in der Anatomie, aber doch nicht in der Politik. Und dann die Geschichte mit den 100.000. Sagen Sie, Herr Winzig, dieses Fräulein Dr. Kubin ist Ihnen wohl nicht recht sympathisch, hm? Sie sagten neulich, Herr Minister, Sie seien mein Freund. Ja. Darf ich dazu bemerken, dass ich dieses Fräulein Dr. Kubin sehr, sehr gern gehabt habe, nicht? Ja, natürlich, um Gottes Willen, Herr Winzig, aber schön ruhig bleiben, nicht? Ganz ruhig. Ja, ich bin ja ruhig! Himmelgesäß und Negano! Es ist schon manchmal zum Verzweifeln. Sogar Minister Dr. Finz hat ihm nahegelegt, in Pension zu gehen. Traurig nimmt er nun Abschied von seinem geliebten Büro. Soll ich ihm noch eine Taxe kommen lassen, Herr Winzig? Ich meine nur, damit Sie nicht so ganz Fräulein, allein... Fräulein Wegescheid, ich war nicht immer sehr nett zu Ihnen, Fräulein Wegescheid. Sie sind nicht böse, nicht? Nein, nicht? Und vergessen Sie eins nicht, Fräulein Wegescheid. Bei einer Behörde ist es genauso wie beim Theater. Ein paar Arbeiten, nicht? Und alle anderen gucken zu. Telefon, Herr Amtsrat. Ja, ja, gehen Sie ran. Ja. Ja. Ja, der Herr Amtsrat ist noch da. Ja, einen Moment bitte. Bitte, für Sie, Herr Amtsrat. Ja? Ja? Wer kann mich denn noch? Ja, hier Amtsrat Wilhelm Winzig. Was? Das ist doch nicht möglich! Wirklich? Das ist ja toll, ja! Gut, ich komme gleich! Ja, bitte, danke! Ja. Ach, wer war denn am Apparat? Mein Kanarienvogel! Hat ein Ei gelegt, sagt meine Wirtin. Ich habe immer gedacht, das ist ein Männchen. Also wie man sich doch irren kann. Also wie man sich doch irren kann. Ja, was? Sie wissen das was auch schon von meinem Kanarienvogel. Nein, also war das noch ein ganz kleiner Fisch gegen das, was ich Ihnen zu sagen habe. Stellen Sie sich mal vor, ja. Diesen Herrn Sabanda, Sie erinnern sich. Ja, ja, ja. Hat man soeben verhaftet. Nee. Ja, der Mann, der wurde schon lange von der Polizei gesucht wegen Betrügereien und so. Ja. Die Briefe waren auch alle gefälscht. Sehen Sie, jetzt will die Opposition morgen einen Misstrauensantrag einbringen gegen Dr. Finz.
Was, ja, gegen unser Finanzminister? Warum denn? Weil ich nicht gleich die Mittel für ein Kinderheim zur Verfügung stellte. Was Ihnen, mein lieber Herr Winzig, ja ohne weiteres gelungen ist. Und deswegen will man Sie jetzt zum neuen Finanzminister machen. Oh je, oh je. Dann werde ich ja Willi der 19.